Die prägende internationale Entwicklung der letzten Monate ist die zuvor unvorstellbare Eskalation der Gewalt im Irak und in Syrien. Innenpolitisch sind wir mit Fragen der Wahrung der Menschenwürde konfrontiert. Einerseits bei der rechtlichen und ethischen Debatte über ein Sterben in Würde, andererseits bei der Herausforderung der Aufnahme von Flüchtlingen. In der Kirche blicken wir auf die außerordentliche Weltbischofssynode zurück, die ein wahrhaft außerordentlicher Vorgang ist. Und mit ihr will ich meinen Bericht beginnen. Im bisherigen Pontifikat von Papst Franziskus hat sich Erstaunliches in unserer Kirche getan. Das ist gerade in den vergangenen Wochen bei der außerordentlichen Weltbischofssynode zu Fragen von Ehe, Familie und Sexualität deutlich geworden. Was wir dort erlebt und beobachtet haben, ist doppelt bemerkenswert. Neben diesen uns alle bedrängenden Fragen, über die wir ja noch im Rahmen eines eigenen Tagesordnungspunktes morgen Vormittag miteinander beraten werden, ist der Verlauf der Synode von grundsätzlicher Bedeutung für die weitere Entwicklung in unserer Kirche und die Beratung anderer Themen und Aufgaben. Es gibt eine neue Offenheit des Diskurses, eine neue Diskussionskultur, ja auch eine Streitkultur entwickelt sich. Streitkultur ist gut, wenn sie in einer entsprechenden Qualität erfolgt. Papst Franziskus setzt offensichtlich darauf, dass dann, wenn der Geist wehen kann, wo er will, der Heilige Geist der Kirche den rechten Weg weisen wird. Der Prozesscharakter ist außerordentlich wichtig und ich plädiere ganz nachdrücklich dafür, deshalb nicht ungeduldig zu werden. Das ist wichtig für die innere Qualität der Beratungen und es ist wichtig für den notwendigen Prozess der Verständigung in unserer Kirche, für den Brückenbau, der uns ja in diesem Jahr beim Katholikentag in Regensburg ein besonderes Anliegen war. Es ist von ganz besonderer Bedeutung, dass diese Offenheit in unserer Kirche insgesamt Schule macht und zum Standard wird. Nur so können auch schwere Verwerfungen vermieden werden. Nicht gemieden werden darf aber die faire Auseinandersetzung mit den unausweichlich und unabweisbar vorhandenen Spannungen. Zumal natürlich gerade diejenigen Gruppen und Strömungen in unserer Kirche, die zuvor weitgehend den Kurs der Kirche bestimmt haben, sich plötzlich in der Defensiven sehen. Ich plädiere auch nachdrücklich dafür, deren Überzeugungen weiter ernst zu nehmen. Aber ebenso nachdrücklich will ich freilich auch ansprechen, dass ich über manche Nachrichten, wie abwertend, wie hämisch da und dort über den Heiligen Vater gesprochen wird, wie versucht wird, Kardinal Walter Kasper abzuqualifizieren, erschüttert bin. Kardinal Walter Kasper hat sich vielfach um unsere Kirche verdient gemacht. Diese Art der Auseinandersetzung ist nicht ein leidenschaftliches Ringen um den richtigen Weg auf der Basis des wechselseitigen Respekts, sondern ein Machtkampf, bei dem dann jedes Mittel recht ist. Natürlich muss der Weg des offenen Dialogs weitergegangen werden, in der Weltkirche und bei uns. Es ist ein großer Fortschritt und ein Segen für unsere Kirche, diese Meinungsverschiedenheiten nicht mehr verdrängt, verdeckt und auf nicht nachvollziehbaren Wegen irgendwie geregelt werden, sondern offen zur Sprache kommen. Dabei werden dann auch die sehr unterschiedlichen Situationen der Kirche in den jeweiligen Kulturen und Lebensräumen sichtbar. Ein Zeichen der Offenheit war unter anderem die Veröffentlichung der einzelnen Abstimmungsergebnisse zum Abschlussdokument der diesjährigen Synode. Niemand hätte vor dieser Synode dieses offene Ringen um Positionen und diese Ergebnisse für möglich gehalten. Darum komme ich zu einer ähnlichen inhaltlichen Bewertung des Prozesses bzw. der Ergebnisse wie Kardinal Marx. Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Noch ein Wort zu unserem Heiligen Vater.
Dieser Papst passt nicht in unsere gewohnten Schubladen mit den Etiketten konservativ und liberal. Das zeigt sich vor allem in seiner Ansprache zum Abschluss der Synode, in der er die Spannungen und Versuchungen beschreibt. Ich zitiere ihn: Die Versuchung der feindlichen Erstarrung. Das ist der Wunsch, sich im Geschriebenen einzuschließen und sich nicht von Gott überraschen zu lassen wollen, vom Gott der Überraschungen, dem Geist. Die Versuchung des zerstörerischen Gutmenschentums, das im Namen einer falschen Barmherzigkeit die Wunden verbindet, ohne sie vorher zu behandeln. Die Versuchung, Steine in Brot zu verwandeln, um ein langes, schweres und schmerzhaftes Fasten zu beenden. Eine weitere Versuchung, Brot in Steine zu verwandeln und sie auf die Sünder zu werfen, die Schwachen und die Kranken, und ihnen so unerträgliche Lasten aufzubinden. Soweit aus dieser Rede. Und er fordert uns, denke ich, alle heraus, dass wir immer wieder auch selbstkritisch unsere eigenen Positionen, unsere eigene Art zu denken, auch unsere eigene Art des innerkirchlichen Disputs, auch selbstkritisch und offen reflektieren. Und Papst Franziskus sprengt auch unser europäisch fixiertes Denken. Das ist eine wichtige Lernerfahrung für uns. Wie schon in der übrigen globalisierten Welt haben wir auch hier die Entwicklung, dass Europa eben nicht mehr der Mittelpunkt ist, nach dem sich alle zu richten haben. Ich denke, wir sollten uns auch stark auseinandersetzen mit seiner starken Betonung der Volksreligiosität. Er drückt sie unter anderem so aus: Wenn du wissen willst, was die Mutterkirche glaubt, wende dich an das Lehramt. Wenn du aber wissen willst, wie die Kirche glaubt, halte dich an das gläubige Volk. Meine Damen und Herren, die Aufgabe ist ja letztlich, zwischen beiden Bereichen dann Brücken zu schlagen. Aber es sind jedenfalls auch für uns und für viele in der Kirche ungewohnte, nicht nur ungewohnte Sprache, sondern auch ungewohnte Denkkategorien. Und das ist gut so, weil es uns aufweckt aus unseren Gewohnheiten. Die außerordentliche Bischofssynode war ein Zwischenschritt in einem längeren Prozess. Es ist mir ein Anliegen, hier festzuhalten: Wir, die Katholikinnen und Katholiken im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, wollen Papst Franziskus auf dem Weg, den er mit großem Engagement, mit großer Umsicht, Klugheit, Liebe und Zuwendung zu den Menschen unmissverständlich eingeschlagen hat, nach all unseren Kräften unterstützen. Wir beten für Papst Franziskus, dass er unsere Kirche auf diesem Weg in eine gute Zukunft führt. Für uns kommt es jetzt entscheidend darauf an, dass wir die Zwischenzeit bis zur ordentlichen Bischofssynode bei uns nutzen. Wir wollen sie gemeinsam mit den Bischöfen und der Bischofskonferenz nutzen, die Zeit. Zugleich dürfen wir jetzt aber nicht nur auf die Bischöfe schauen. Wir alle sind jetzt auch selbst gefordert. Der Themenkreis der Teilhabe von geschiedenen und wiederverheirateten Menschen ist wichtig und ein Prüfstein für den Erfolg des Prozesses. Wir dürfen aber unsere Aufmerksamkeit nicht nur darauf begrenzen. Im Kern geht es um eine umfassende, die ganze kirchliche Tradition erfassende theologische Reflexion der Lehre der Kirche zur Ehe, um die Einstellung der Kirche zur Bedeutung der Sexualität für den Menschen in seiner Ganzheit. Wir müssen sie ganzheitlich betrachten, die Sexualität des Menschen, nicht nur im Hinblick auf die Fortpflanzung, die damit verbundenen kasuistischen Denkweisen und Regelwerke sind ein Irrweg. In dieser Situation ist vor allem auch die wissenschaftliche Theologie gefragt, an diesen Fragestellungen konzeptionell zu arbeiten. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern möchte ich zurufen: Das ist Ihre Stunde, das ist Ihre Aufgabe im Geist der Wissenschaft und der Loyalität zur Kirche, mutig und gründlich in diesen
Gesprächs- und Forschungsprozess sich einzubringen und zu engagieren. Das gilt ebenso für andere Themen und Aufgabenbereiche. Ich nenne beispielhaft die Neuordnung der Aufgaben und der Kompetenzen zwischen der Leitung der Weltkirche und den Ortskirchen. Das Thema ist ja vom Papst Franziskus angesprochen und wird demnächst wohl auch Beratungsgegenstand werden. Und dazu sollen wir nicht nur immer warten, was wird aus Rom kommen, sondern eigene inhaltliche Beiträge entwickeln, um damit auch die Beratungen zu befruchten. Ich komme zu unserer Situation Kirche in Deutschland. Wir sind momentan in einer besonderen Situation, in einem besonderen Zeitfenster der Kirche, gerade auch der Kirche in Deutschland. Vor mehr als 20 Jahren hat sich das ZDK sehr intensiv mit dem Thema Dialog in unserer Kirche auseinandergesetzt. 1991 hat die damalige Kommission Pastorale Grundfragen nach einem langen Arbeitsprozess unter Beteiligung renommierter Theologen das Diskussionspapier Dialog statt Dialogverweigerung, wie in der Kirche miteinander umgehen, vorgelegt. Die Vollversammlung hat dieses intensiv und sehr kontrovers diskutierte programmatische Papier aufgegriffen und am 7. Mai 1993 einen eigenen Beschluss dazu gefasst und veröffentlicht. Diese Papiere haben großes Aufsehen erregt zu massiven innerkirchlichen Konflikten und vor allem auch zu Spannungen mit der Deutschen Bischofskonferenz geführt. Einige Themen aus dieser Zeit wurden mittlerweile aufgegriffen, etwa die Rolle der Frauen in unserer Kirche. Auch der Dialogprozess seit 2010 entspricht in mancher Hinsicht den damals vorgetragenen Anliegen. Aber es gilt auch, viele Themen und Schlussfolgerungen stehen für eine weitere und ernsthafte Beratung an. Auf der Tagesordnung bleiben auch notwendige Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen von Limburg, oder sie sollten jedenfalls auf der Tagesordnung bleiben. Mehr Transparenz bei den Finanzen ist ein wichtiges Thema, das ja aufgegriffen wurde und weiter im Bearbeitungsprozess ist. Die notwendigen Konsequenzen dürfen sich aber nicht darauf begrenzen. Die Entwicklung in Limburg und all die schmerzhaften Erfahrungen für die ganze katholische Kirche in Deutschland legen nämlich offen, welche strukturellen Gegebenheiten, welche innere Verfassung diese Entwicklung erst ermöglicht und auch gefördert haben. Und diese strukturellen Bedingungen gelten nach wie vor für die katholische Kirche in Deutschland als Ganzes. Ich nenne beispielhaft die Frage der Gremienkultur, der Führungskultur, des Amtsverständnisses, der Transparenz von Entscheidungen. Limburg hat auch zu einem Handeln geführt, das für die katholische Kirche in Deutschland allgemeiner Standard werden sollte. Daraus gilt es zu lernen und das ist die Chance von Krisen. In diesem hoch aufgeladenen Konflikt ist durch eine unabhängige Kommission mit einem entsprechenden Untersuchungsauftrag und einem unabhängigen und hochqualifizierten Untersuchungsbericht Beispielhaftes geleistet worden. Beispielhaft war schon die Einleitung, diesen Weg zu gehen, die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, beispielhaft auch die Qualität der Untersuchungen, der Modalitäten dazu. Alle werden gehört, alle werden angehört. Und nun geht es darum, dann wurde dieser Bericht veröffentlicht, ist im Internet allgemein zugänglich. Und diese Leistung gilt es anzuerkennen. Diese Art, um mit Konflikten umzugehen, ist nämlich das beste Mittel gegen schleichende Vergiftungen, Denunziation und Willkür. Weitere Schritte, wie zum Beispiel eine kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit, sollten weiterverfolgt werden. Nicht zu vernachlässigen ist der Gedanke, dass eine offene, qualitätsvolle Beratungs-, Gremien- und Führungskultur der Kirche auch wieder, die Kirche auch wieder anziehender für Frauen und Männer machen würde, die im Beruf oder im öffentlichen Leben verantwortliche Positionen ausfüllen. Zu den Aufgaben der Stunde gehört auch, die Zeit nach dem bis 2015 laufenden Dialogprozess auf der Bundesebene in den Blick zu nehmen
und einen Weg für die weitere Zusammenarbeit zwischen Bischöfen und Laien zu entwickeln. Was ist dafür in der gegenwärtigen Situation der richtige und der praktikable Weg? Welche Themen müssten aufgegriffen und konkretisiert werden? Welche Strukturen sind dafür geeignet? Darüber haben wir am vergangenen Freitag im Rahmen der gemeinsamen Konferenz, also dem Gremium als Folge der Würzburger Synode, 10 Mitglieder der Bischofskonferenz, 10 Mitglieder des ZDK, haben wir also am vergangenen Freitag mit den Bischöfen gesprochen. Jetzt ist ganz dringlich, dass wir zeitnah unsererseits konkrete Vorschläge entwickeln und dann mit den Bischöfen beraten. Das Präsidium wird dazu eine Arbeitsgruppe einsetzen, bei der die Räte, die Verbände und die Einzelpersönlichkeiten vertreten sein werden. Und wir werden dann im nächsten Hauptausschuss darüber beraten, welche Wege, welche Themen, generell wie können wir es konstruktiv weiterführen unter den Bedingungen der gegenwärtigen Zeit. Dazu zählt auch im Zusammenhang mit dem Antrag dann die Frage natürlich, ist eine Synode ein jetzt geeigneter Weg, also grundsätzlich offen, aber in der Richtung eines Gesamtbetrachtung. Denn es darf kein zeitlicher Fadenriss passieren. Nach der letzten Veranstaltung im nächsten Jahr im Mai in Würzburg. Es muss in einer geeigneten Weise, und das muss vorher abgeklärt werden, entsprechende Formen der weiteren Beratung und der Weiterentwicklung der Art von Beratungen erfolgen. Zu den ganz dringlichen Aufgaben zählt auch die künftige Pfarrstruktur in unserer Kirche. Es ist sicher der Bereich, der die engagierten Katholikinnen und Katholiken in Deutschland gegenwärtig flächendeckend am meisten berührt. Weiteres bitte ich dann nachzulesen. Zusammengefasst, wir haben seit dem Dialogpapier von 1991 ja vieles auf den Weg gebracht. Wir haben auch ermutigende Entwicklungen erlebt und es ist nun an der Zeit, daran weiterzuarbeiten mit dem Ziel konkreter Ergebnisse. Und dazu müssen wir unseren Beitrag leisten. Auch hier überspringe ich eine Passage, Sie können es nachlesen, immer mit Blick auf die Uhr. Ich komme zu dem Thema, das uns gegenwärtig und auch in der heutigen Sitzung ja herausfordert, die Frage der organisierten Suizidbeihilfe und der Verbesserung der Palliativversorgung. Es ist gegenwärtig das bestimmende und prägende gesellschaftspolitische Thema in der Arbeit im ZDK und es ist ja noch nicht zu Ende. Wir beraten heute, gleich anschließend mit dem Bundesgesundheitsminister, wir haben unsere Position formuliert, aber der Meinungsbildungsprozess, der Klärungsprozess in der Bevölkerung und im politischen Raum geht weiter. Wir hatten eine Debatte im Deutschen Bundestag von außerordentlicher Qualität und Ernsthaftigkeit zu diesem Thema. Und ich möchte dabei feststellen, dass es, wenn ich die Dinge richtig sehe, kein anderes Parlament in Europa gibt, das Lebensschutzfragen, ob es nun Patientenverfügung ist, Embryonenschutzfragen oder jetzt die Fragen der Sterbehilfe, derart intensiv, ernsthaft und offen erörtert, miteinander ringt, jenseits von Parteigrenzen, wie das im Deutschen Bundestag erfolgt. Und ich denke, es ist ein sehr gutes Zeichen für die politische Kultur in unserem Land. Wir haben unsere Position formuliert und wir haben schon bei der Vollversammlung in Münster uns mit diesem ganzen Themenkreis ja sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich brauche Sie jetzt nicht zu wiederholen, was in der Entschließung steht, sie liegt Ihnen ja auf. Im Kern geht es um einige wenigen Grundbotschaften. Ich will es einmal so formulieren. Erstens, es geht uns nicht darum, Menschen zu bevormunden. Zweitens, wenn die organisierte Beihilfe zum Suizid gewissermaßen rechtlich geregelte Normalität wird, dann verändern sich die Beziehungen der Menschen grundlegend. Dann wird der Wertemaßstab in der Gesellschaft grundlegend verändert zulasten der Schwächeren. Und dieses haben wir in der Entschließung herausgearbeitet. Des Weiteren, es gibt letztlich in diesen Grenzsituationen des Lebens Situationen etwa in der Beziehung Arzt und Patient oder Angehörige und Patient,
die entziehen sich einer vernünftigen rechtlichen Regelung. Wir sollten nicht den Ehrgeiz haben, bis in die letzten Winkeln alles regeln zu wollen. Nur die Politik hat eine andere Verantwortung und muss einen anderen Blickwinkel haben wie der einzelne Bürger. Der einzelne Mensch sieht legitimerweise seine Situation. Für die politische Debatte und die politischen Entscheidungen ist die zentrale Frage, wie wirken sich gesellschaftliche Normen auf die weitere Entwicklung in der Gesellschaft aus? Und darüber muss man sich auseinandersetzen und dafür muss man dann einstehen. Und deswegen unsere entschiedene Position auch im Hinblick auf Ablehnung mit strafrechtlichen Kategorien der organisierten Sterbehilfe. Und schließlich, und darüber haben wir schon in Münster, bevor die jetzige Debatte war, ja intensiv beraten und ein Papier beschlossen, das auch in der Fachwelt hohe Anerkennung gefunden hat, schließlich die positive Antwort im Sinne von Palliativmedizin, Palliativpflege, hospizliche Begleitung. Davon wird aber anschließend ohnehin gleich nochmal ja, die Beratung sein. Ich komme zu den auch erschreckenden Entwicklungen in dem Spannungsfeld von Religion und Gewalt. Ein bedrückendes Thema. In der kurzen Zeitspanne seit der letzten Vollversammlung ist es zu einer regelrechten Explosion der Gewalt und des Hasses gekommen, insbesondere im Irak und in Syrien. Mit dem Kürzel IS verbinden sich unvorstellbare Grausamkeiten und eine beispiellose humanitäre Katastrophe. Und lassen wir an der Stelle hinzufügen, was seit etwa 3 Wochen allmählich transparent und öffentlich wird. Das ist nicht nur eine fanatische Terrorgruppe, sondern das ist ein bestens organisiertes Unternehmen mit einem eigenen Sozialsystem, mit Organisationsstrukturen professioneller Art. Ein Gesprächspartner, der sich in der dortigen Welt sehr gut auskennt, sagte mir schon vor wenigen Wochen, die haben mit die besten Leute für PR-Kampagnen, die man sich vorstellen kann. Und, meine Damen und Herren, wir haben bis vor kurzem mit Blick auch auf Diktaturen wohl alle miteinander geglaubt, das Internet ist ein wichtiger Verbündeter für die Freiheit. Jetzt stellen wir fest, dass der Terror sich organisiert und Wirkung erzielt über das Instrument des Netzes. Das heißt, wir stehen vor Entwicklungen, die haben wir uns vor einem Jahr oder zum Weiten auch vor einem halben Jahr noch nicht vorstellen können. Und sie sind aber Realitäten. Diese Entwicklung bedroht natürlich die staatlichen Ordnungen im Vorderen Orient, aber auch unsere Sicherheitsinteressen insgesamt. Und im Kern geht es bei diesen und vielen anderen Auseinandersetzungen um einen Wertekonflikt. In der öffentlichen Debatte existiert weithin nur, was man in Zahlen gießen kann. Handelsbeziehungen, auch Sozialstatistiken. Aber das, was die Menschen treibt und wo sie ihre Orientierung suchen für ihr Handeln, das sind die jeweiligen Wertvorstellungen. Und ich denke, gerade deswegen sind wir besonders herausgefordert, uns dieser geistigen Auseinandersetzung zu stellen. Die Anziehungskraft des Fanatismus, der Gewalt und des Terrors auf junge Menschen ist erschreckend und macht uns ratlos. Und deswegen ist es unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, jegliche Art von Extremismus, religiös oder politisch motiviert, entschieden zu bekämpfen. Die Entwicklung für die Menschen in den betroffenen Regionen ist dramatisch. Zugleich handelt es sich in besonderer Weise eben auch um eine dramatische Entwicklung für den Islam. Wir haben aufmerksam registriert und sind vielen Muslimen in Deutschland und weltweit dankbar für die klare Verurteilung der grausamen Verbrechen. Es ist gewiss auch keine einfache Situation für die Muslime, wenn religiöse Fanatiker die Religion missbrauchen und sie in barbarischer Weise gegen die Menschen wenden. Für den Islam ist es eine historische Herausforderung, wenn von fanatischen Gruppen, und das gilt ja zum Beispiel auch für die Salafisten, zur Legitimation der Anwendung von Gewalt Bezugspunkte aus dem Koran anführen. Solche Grundsatzfragen kann und muss die Glaubensgemeinschaft der Muslime in den eigenen Reihen klären. Dies ist sicher mit inneren Spannungen und Konflikten verbunden. Es ist eine vordringliche Aufgabe auch für die islamische Theologie zu verdeutlichen, dass und warum das Vorgehen
der Fanatiker von IS und anderen, die Gewalt des Mittels sind, nicht im Einklang mit dem Koran steht. Angesichts unserer eigenen Religionsgeschichte haben wir hier zur Überheblichkeit keinen Anlass. Der Klärungsprozess im Christentum mit den fürchterlichen Erfahrungen der Religionskriege war auch sehr schmerzhaft und langwierig. Dennoch war und ist ein solcher Klärungsprozess dringend notwendig. Unsere Aufgabe ist es, in dieser schwierigen Phase alles für die Unterscheidung der Geister zu tun und entschieden gegen die verallgemeinernde Gleichsetzung von Islam und Gewalt zu argumentieren. Nochmals, die überwältigende Mehrheit der Muslime in Deutschland steht zu den Werten unseres Grundgesetzes und darf nicht mit einer kleinen, aber sehr gefährlichen Gruppe oder solchen Gruppen gleichgesetzt werden. Dafür treten wir ein und bieten unsere Zusammenarbeit an, wie sie unter anderem seit 15 Jahren in unserem Gesprächskreis Christen und Muslime geschieht. Und so ist es vor wenigen Wochen auch durch unsere unmissverständliche Solidaritätsgeste auf dem bundesweiten Aktionstag der Islamverbände gegen Hass und Unrecht in Deutschland geschehen. Gleichzeitig appellieren wir an die muslimische Gemeinschaft, sich immer wieder in diesem Sinne entschieden öffentlich zu engagieren. Nicht unerwähnt bleibt mit Blick auf die vergangenen Monate und auch in diesem Zusammenhang die bedrohliche Zunahme des Antisemitismus. Wir haben auch der jüdischen Gemeinschaft versichert, auch mit einem Schreiben an die jüdischen Gemeinden in Deutschland, dass wir an ihrer Seite stehen. Und es gibt viele dankbare Rückmeldungen von Seiten der jüdischen Gemeinden. Und ich bitte Sie in Ihren jeweiligen Aufgabenbereichen und Regionen, auch in dem Sinn Kontakt zu suchen, wo immer er möglich ist, und in das Gespräch und auch in die Geste der Solidarität gegen jede Form von Antisemitismus einzutreten. Schließlich die dramatischen Zuspitzungen der letzten Monate im Hinblick auf die Fluchtbewegung von immer mehr Menschen. Eine grundlegende Herausforderung in der globalisierten Welt. Und ohne tieferes Verständnis der verschiedenen Kulturen, ihrer Werte und der sich daraus ergebenden Haltungen und Handlungen werden wir die Entwicklungen in der Welt nicht besser verstehen und Konflikte werden weiter zunehmen. Und ich habe vorher schon darauf verwiesen, dass nicht wenige Konflikte genau hier ihre Quelle haben. Unsere Aufgabe ist es nun, uns damit auseinanderzusetzen, was unser besonderer Beitrag und Auftrag als Kirche und als katholische Laien ist. Denn es ist ja unstrittig, dass diese Konflikte, auch wenn sie weit weg von uns eskalieren, mit uns zu tun haben. Und die Konflikte haben früher oder später alle eine Auswirkung bei uns. Mit den Hilfswerken verbinden sich die Katholiken in Deutschland seit vielen Jahrzehnten mit den Menschen in anderen Regionen der Welt und nehmen in einer Weise weltkirchliche und globale Verantwortung, die in der Weltkirche seinesgleichen sucht. Heute befinden wir uns auf einer neuen Etappe, auf der wir darüber hinaus über unsere Rolle und Aufgabe in der internationalen Politik, über unseren Beitrag zum Frieden in einer unübersichtlichen, in ihren Sicherheiten leicht zu erschütternden Welt weiter nachdenken müssen, aber nicht nur nachdenken, sondern uns damit konkret auseinandersetzen müssen, als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und im Hinblick auf unsere Aufgabenstellung als Laien in unserer Kirche. Immer wieder wird in vielen Ländern der Welt auch das Menschenrecht auf Religionsfreiheit, Religionsfreiheit als Menschenrecht, haben wir hier in Verbindung mit den Aussagen von Papst Franziskus. Wir wollen ja heute Nachmittag eine Erklärung verabschieden, um unsere Solidarität mit all den Menschen zu erklären, die aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung bedrängt und verfolgt werden. Was hier in vielen Ländern geschieht, berührt uns alle. Die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Während es für uns eine Selbstverständlichkeit ist, uns hier als ZDK öffentlich zu versammeln, heute Abend gemeinsam Gebet zu halten, ist es vielerorts undenkbar. Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit wird weltweit zunehmend verletzt und mit Füßen getreten.
Seit Jahren müssen wir eine erhebliche Zunahme der Diskriminierung, der Bedrohung bis hin zur Tötung von Menschen aufgrund der Religionszugehörigkeit feststellen. Uns Christen berührt insbesondere auch, dass es unsere Schwestern und Brüder im christlichen Glauben sind, die weltweit am stärksten leiden. Und wenn wir diese besondere Verbundenheit mit unseren Schwestern und Brüdern christlichen Glaubens zum Ausdruck bringen, ist es nicht eine Relativierung unserer Anwaltschaft für alle Menschen, die davon bedroht sind. Unsere Solidarität und Unterstützung gilt also allen, die aus diesen Gründen bedrängt und verfolgt sind. Eine große Herausforderung, die sich für uns in unserem Land stellt, ist die Aufnahme von immer mehr Menschen, die in ihren Heimatländern nicht bleiben können. Sie sind von Verfolgung und Vertreibung bedroht und betroffen, viele von ihnen eben auch wegen ihrer Religion. Die meisten Flüchtlinge wurden in den Anrainerstaaten der Konfliktregionen aufgenommen. Die Anzahl der in Deutschland Schutzsuchenden haben wir dennoch vielerorts unterschätzt. Viele Kommunen waren und sind zum Teil heute noch auf die Aufgabe der Unterbringung der Flüchtlinge nicht entsprechend vorbereitet. Gleichzeitig sehen wir, und auch das sehen wir und dürfen wir dankbar registrieren, sehen wir eine große Welle der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Ich erlebe ein großes, vielfältiges Engagement in der Bevölkerung, diese Menschen, die so viel Schlimmes erleiden mussten, hier gut aufzunehmen, sie willkommen zu heißen und die Integration zu fördern. Und meine Damen und Herren, was mich dabei immer wieder in dieser Situation der Flüchtlinge besonders auch bedrängt und bedrückt, das ist die Situation der Kinder. Ich komme ja aus dem Süden der Republik, also angrenzend zu Österreich. Wir haben jede Woche, dass Kinder, unbegleitete Kinder und Jugendliche kommen, traumatisiert durch schreckliche Erlebnisse, geprägt in ihrem Denken aus einem anderen Kulturkreis. Und diesen Kindern und Jugendlichen zu helfen, wieder einen Weg ins Leben zu finden, ist in jeder Beziehung eine riesige Herausforderung. Und sie sind die Schwächsten im Gesamten, was sich hier abspielt. Und es sollte uns deswegen auch besonders herausfordern. Und natürlich ist das Engagement der Kirchen hier in der ganzen Struktur von den Bistümern bis in die Pfarrgemeinden hinein besonders wichtig. Und dazu gehört letztlich dann auch, dass wir sicher früher oder später eine neue Debatte bekommen über Aufnahmekapazitäten, über mitmenschliche Verantwortung. Und diese Themen dürfen wir morgen und übermorgen nicht populistischen oder extremen Parteien überlassen. Am Ende des Berichts, natürlich blieb noch vieles zu sagen, auch viele unserer Aktivitäten der letzten Monate konnte ich jetzt auch nicht näher eingehen. Nach dem Regensburger Katholikentag stehen wir, wie schon erwähnt, bereits mitten in den Vorbereitungen für den Leipziger Jubiläumskatholikentag, den 100. Das Leitwort, das wir für diesen Katholikentag gefunden haben, bildet auch eine gute Klammer für diesen Bericht. Seht, da ist der Mensch. Ich freue mich auf die Aussprache und danke Ihnen fürs Zuhören.